Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Desperados 3 für die Xbox Series X. Oh, auch für die One natürlich erhältlich. Wo waren wir beim letzten Mal? Genau, wir begleiten James Cooper und seinen Sohn durchs Intro und jetzt sind wir sozusagen in einem, ja, in einem Zugüberfall gelandet. Und wie man sieht, sind wir gerade hinten aus dem Waggon gestiegen und haben den guten Mann da vorne begrüßt, der da noch liegt. Und jetzt wollen wir mal rausfinden, was hier überhaupt noch abgeht. So ein bisschen, wie ihr seht, diese Fragezeichen, die da gerade rumschweren, das hat immer noch was zu tun mit, ja, mit der Einführung, glaube ich. Denn das Spiel ist, wie man gesehen hat, die letzte Folge, das Spiel ging gerade erst los und jetzt starten wir also. Nicht wundern lassen, beim letzten Mal war mein Ton ein bisschen übersteuert, man hat das gehört vielleicht meine Stimme war zu laut. Ich habe es ein bisschen besser eingestellt, ich hoffe, es ist besser so. So, jetzt muss ich mal räuspern, damit es losgeht. Und dann laufen wir mal mit Cooper los hier. Ich muss mich zum vorderen Ende des Zugs schleichen. Oh, wir speichern nochmal. Immer wenn sie uns Tipps geben. So, wir gucken, was hier steht. Du kannst Feinde aus der Nähe mit einem Messer angreifen oder sie ausnocken. Gehe nah an den Feind heran und drücke X, um ihn anzugreifen. Du kannst deinen Gegner ausnocken, indem du durch Drücken von RB den Charakterrad aufrufst und dann RS drückst, um zu nicht tödlich zu wechseln. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich kann die auch alle umbringen. Stimmt ja auch nicht. So, was kann ich hier rein? Nee. So, wir gucken mal. Guck mal, da ist einer. Jetzt schleichen wir mal kurz. Und ich kann... Was kann ich? Ich kann irgendwas machen zu nicht tödlich. So, Messer. Fähigkeiten wechseln. Kommt nur her. Das Messer reicht. Ja, das Messer reicht. An Denver sind wir wohl vorbei. Und weg mit dir. Nimm's nicht. So, den nehmen wir mit. Pack ihn mal lieber hier rein. Damit ihn keiner sieht. So. Blut verschwindet auch gleich schon. Gehen wir mal hier hin. Cooper kann sein Messer werfen, um Gegner aus der Ferne auszuschalten. Anschließend muss er es zurückholen. Halte LB gedrückt und benutze dein RS, um das Wurfmesser auszuwählen. Anschließend musst du zielen und es werfen. Ich muss ihn von hier aus erledigen. Am besten mit dem Messer. Okay. Haben wir? Wer hat Lust zu sterben? Zack. Okay, wir gehen. Er hätte uns ja sonst gesehen von hier. Er hätte auch ein bisschen laufen, oder? So, komm, lauf. Ach, ja, scheiße, verdammt. Oh Gott, die habe ich gar nicht gesehen, ey. Schubkarren. Mann, diese Typen waren gut vorbereitet. Ich gehe besser nach oben. Alter, die habe ich gar nicht gesehen, ey. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen. Wenn die mich jetzt gesehen hätten, kann ich die auch erledigen? Warte nochmal. Macht vielleicht Sinn, oder? Oder lieber nicht? Warte mal. Okay. Geh mal runter. Ich muss mit der Kamera ein bisschen aufpassen. Wie war das nochmal mit zentrieren? So, ne? Also da ist der eine. Vielleicht kann ich den einen noch mit dem Messer ausmachen und einen platt machen, oder? Sieh genau hin. Die Zähne. Leute! Rühr dich nicht vom Fleck. So. Ganz schön schwer. Weißt du was? Tschüss mit dir. Brauchen wir dich nicht mehr. Okay. Brauchen wir irgendwie alle nicht, ne? Können wir auch da runterwerfen. War vielleicht nicht Sinn der Sache, aber lieber so, als wenn die mich nachher überraschen irgendwo. So. Ich glaube, hier müssen wir über den Zug rüber. Speichern nochmal. Schleichen wir? Jawohl. Obwohl, schleichen ist vielleicht besser. Schnell speichern. Okay, das sind wahrscheinlich Leute von mir. Gott, haben Sie mir Angst gemacht. Können Sie uns helfen? Ich versuche uns mal. Bleibt ihr mal da sitzen? Cooper kann seinen Revolver nutzen, um Wachen auszuschalten. Schusswaffen sind laut und alarmieren alle Wachen, die sie hören. Halte LB gedrückt und benutze dein RS, um die Schusswaffen auszuwählen. Anschließend musst du zielen und schießen. Okay, da ist einer. Wir werden dir dein Geld und dein Leben nehmen. Machen wir Krach. Ja. Die Kugel ist für dich. Das
besser als eine. Da kommt er auch schon. Danke, Fremder. Sucht euch ein Versteck. So bin ich zu euch. Ganz schön schwer. Ah, ist ein schwerer Brocken, der Typ. So, ihr seid da? Okay, dann werfen wir runter. Wenn ihr im Versteck seid. Nehmen wir ihn noch das mal mit. Das war knapp. Nächstes Mal dünne ich das Rudel besser aus, bevor ich laut werde. Ja, das stimmt. Hier haben wir ihn. Kann ich hier gar nicht hinpacken? Mist, der bleibt auch da liegen. Okay, dann müssen wir nochmal ins Gebüsch springen. Ganz schön schwer. Keine Ahnung, ob da jemand kommt, den überhaupt anguckt, aber wir machen es trotzdem mal so. So. Jetzt geht's hoch. Hm? Speichern nochmal. Es ist gut, dass sie jemand ein paar Tipps geben, dass man nochmal speichern muss. Weil sonst wäre das wirklich blöd. Da ist noch einer. Keine Bewegung, Kumpel! Wir wollen doch nichts tun, was wir bereuen könnten. Cooper kann beide Waffen auf einmal abfeuern. Drücke nach oben, um den Showdown-Modus zu wechseln. Dort kannst du zwei Ziele... Okay. Gut. Ich muss beide auf einmal erledigen. Showdown? Gleich geht's rund. Erst dich? Auf geht's. Halt. Und... Und den auch noch. Und den auch. So, ne? Und Plan ausführen. Hallöchen. Ich würde sagen, jetzt schulden Sie mir was. Was denn? Soll das ein Scherz sein? Oh. Danke, Sir. Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Ich schlage vor, Sie kehren jetzt zu Ihrem Waggon zurück. Aber jetzt kümmere ich mich. So wie Sie sich um die beiden gekümmert haben? Hören Sie, Mr. Cooper. Mr. Cooper, ich wurde angeheuert, um sicherzustellen, dass dieser Zug nach Flagstone kommt. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn Sie mir nicht in die Quere kommen. Also gut, Mr. McCoy. Dr. McCoy. Gut, Dr. McCoy. So wie ich das sehe, führt nur ein Weg geradeaus. Und ich muss auch nach Flagstone. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Das nenne ich mal einen Penisvergleich, oder? Die beiden. Okay, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber vielleicht... Unterstützen die uns ja so ein bisschen. Da hinten ist eine Schatztruhe oder so. Die Banditen haben offenbar den Tunnel blockiert. Was glauben Sie, warum der Zug angehalten hat? Das wird viel Arbeit, diese Felsen zu beseitigen. Naja, vielleicht können wir es wegsprengen. Gut, dass Sie auf dieser Anhöhe ein Fässchen Dynamit gelagert haben. Das Dynamit schnappen und den Tunnel freilegen. Gar kein schlechter Plan. Meine Pläne sind nie schlecht. In Ordnung. Dann legen wir mal los. Klare Sache. Okay. So, Charakter auswählen. Ah, ich kann es beide wählen. Okay. Halte er, wer geht zurück? Halten wir uns ran. Das ist natürlich cool. McCoy kann seine Tasche werfen, um Wachen anzulocken. Anschließend muss er sie sich zurückholen. Eine gasverblendete Gegner, die Tasche öffnen. Anschließend werden sie die Situation aber untersuchen. Okay. Probieren wir mal mit ihm zu gehen. Und gut, dass hier gerade so ein Baum ist. Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Okay, wir speichern mal kurz. Und wir holen ihn nochmal dazu. Holen wir uns ein paar Banditen. Der kann ja auch da ein bisschen sich da verstecken. Sieh genau hin. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Geladen und bereit. Okay, wie kann man die denn anlocken? Okay, pass auf.
Ich habe ein paar Tricks. Wer will einen Blick riskieren? Angebissen. Abgelehnt. Eine Gasfalle. Hm. Hey, du. Shit. Okay, das war dumm. Das war dumm. Machen wir nochmal. Also die Gasfalle ist nicht schlecht. Oh, wir haben Cooper gar nicht mitgenommen. Warte, das noch mal. Holen wir uns ein paar Banditen. Machen wir Cooper noch dazu. Ist das... Okay, also. Wir holen uns jetzt ich den Doktor. Ich bin ganz Ohr. Und werfen diese abgefahrene... Hat mir schon oft den Hals gerettet. Ich schmeiß die Tasche direkt hier vorne, dann sieht der andere es gleich nicht. Genau wie alle. Ja. Und schon kommt wer. Und dann machen wir ihn gleich kalt. Eine Gasfalle. Hm. Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Na gut. Können wir ihn auch anlocken hier bei der Gasfalle? Geladen und bereit. Wer will einen Blick riskieren? Angebissen. Damit kann ich die Drinks heute Abend bezahlen. Du weißt doch nicht mal, was da drin ist. Wo willst du denn deine Drinks bezahlen? Klappt wie geschieht. Wir sehen uns so, in der Halle. Nehmen wir nochmal mit. Aber tragen kann er ihn nicht. Ne? Also da ist der Cooper schon ein bisschen stärker. Der trinkt die einfach mal. So. Speichern. Und weiter geht's. McCoy kann seine Buntline benutzen, um Feinde aus großer Entfernung auszuschalten. Wenn er diese Fähigkeit für eine Mission zu braucht, hat er eine finale goldene Kugel bei sich. Okay. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Okay, du bleibst mal hier. Und wir gehen mit... Ups, wir gehen mit McCoy mal da hoch. Wollen wir dann? Was zum... Okay, muss ich jetzt ranschleichen. Da bin ich gerade ein bisschen entdeckt. Big Ann hat's mehr. Mal wieder geschafft. Aber jetzt lieber redet er denn? Ich muss da hinten hochklettern. Kann er mich sehen? Wir hätten dieses Baby komplett ausräumen. Was muss ich denn da machen? Kann ich mich da durchschleichen? Sieht mich ja dann, ne? Hm. Muss man ihn, glaube ich, einmal ablenken, oder? Noch ein Zug für uns. Ist das? Ich hab dich! Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. So, machen wir. Huch, das war jetzt natürlich dumm, das habe ich genau. Okay, wir landen das einmal. Habe ich natürlich genau die falsche Dings geladen. Ich hab dich versteckt. Mehr ab. Pause. Zum Laden drücken. Für später. Ja. Das war natürlich dumm. Das machen wir natürlich neu. So. Und der andere nehmen wir gleich mit. Und da gar nicht erst weg ist. Hey. Huh. So, und ihn haben wir auch noch. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Okay, auf der Klippe ist ein Ausguck, von wo er ihn erledigen will. Also da oben ist der Typ, ne? Aber wie können wir ihn denn da hochklettern, könnte man vielleicht, aber er will ja nicht klettern hier. Oh, jetzt guckt er ja gerade, ne? Das macht ja Sinn, dann mit vielleicht den Cooper da hochzuklettern. Mal doch mal sehen, was hier los ist. Jetzt mal auf. Auf nach oben. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Die Kugel ist für dich. Nee, keine Kugel schießen. Wir machen, glaube ich, das Messer. Sieh genau hin. Gleich fliegen die Zähne. Na, die Zähne fliegen nicht, ich glaube. Meins. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts, Mr. McCoy. Ja, gut.
Spart mir eine Kugel. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Die beiden Händeln sind sicher. Ich bin so ein bisschen lustige typisch Banditen. Komm hoch da. Die necken sich so ein bisschen, die beiden, ne? Was ist das? Oh. Er sieht mich eigentlich nicht, Schleicher, ne? So, wir schleichen uns mal ins Gebüsch rein. So, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das machen. Also, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, den vorderen können wir, glaube ich, so platt machen, indem wir den mal hierher locken. Oh, da kommt ein anderer noch. Da müssen wir kurz aufpassen. Sie geht ein bisschen rum. Ja. Sollten Sie nicht schon zurück sein? Die Spacken auch noch. Ich wette, die lassen sich Zeit mit ihm. Hat der Mistkerl auch verdient. Wie kann ich sie? Pass auf. Ihn locken wir an mit der Tasche. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Genau wie alle. Das sollte für die und schon kommt wer. Was glaubst du, wie lange wir noch haben? Es ist keiner entkommen, also können wir... Klasse. Nicht persönlich nehmen. Vorsicht. Seine Freundin wird merken, dass er nicht auf seinem Posten ist. Dann legen wir mal los. Wer hat Lust zu sterben? Kommt mal her. So, sie haben wir auch erledigt. Müssen wir leider auch nochmal holen kurz. Wieder im Geschäft. Die Messer haben wir und wir nehmen sie mit. Das ist schön schwer. So, jetzt überlegen wir uns, wie wir die anderen beiden platt machen. Der eine liegt ja ganz bequem und der andere ist da. Das heißt, wir können einen auf jeden Fall ablenken, indem wir vielleicht eine Münze werfen. Augen aufs Ziel. Ich habe jede Menge davon. Aha, wird er das hier? Muss es seine Reichweite sein, so ein bisschen, ne? Ha! Warte mal, wir können das mit McCoy auch machen. Dass der vielleicht seinen blöden Würfel in den Koffer hinschmeißen kann. Hä? Wo ist denn sein Koffer hin? Hab ich den nicht eingesammelt bei dem? Ach, er hat immer noch die Leiche in der Hand. So, jetzt aber. Geladen und bereit. Komm, wir schmeißen das mal dahin. Werfen wir den Köder aus. Und jetzt müssen wir mit dem anderen vielleicht. Augen auf. Ganz alter Trick. Eine Münze werfen. Und dann wechseln wir direkt. Ich bin ganz Ohr. Die kann ich nicht. Wie die Motte zum Licht. So, warten wir mal. Nicht. Mehr Arbeit für später. Oh oh. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Oh Mist! Sieht nicht gut aus. Leute! Jetzt hab ich dich! Verdammt doch mal! Wo sind sie? Okay, jetzt wird's eng. Wenn ihr sie ich findet, weiß, dass du knallt drin ab. Bist. Willst du sein? Verdammt! Okay, okay, das war natürlich nicht so clever. Mist. Ach. Ich hatte vergessen zu speichern. Ich habe echt vergessen zu speichern. Ach, na gut. Machen wir es nochmal. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Genau wie alle. Hey! Bin da. Was glaubst du, wie lange wir noch haben? Die Mutte zum Licht. Es ist keiner entkommen, also können wir uns Zeit lassen. Heftiger Raubzug ist das hier. Ha! Klasse. Augen auf. Seine Freundin wird nach ihm schauen. Augen aufs Ziel. Und zack. Kommt mal her. So. Wieder. Die ist schön schnell. Schwer. So, Dr. Dingsbogen, hol mal den Koffer. Die aber wieder voll ausgerüstet. Geladen und bereit. Aber den schmeißen wir mal hier hin. Wer will einen Blick riskieren? Und ihn versuchen wir mit der Münze nochmal. Wer hat Lust zu sterben? Nein, die Münze. Ganz alter Trick.
Die war doch eben. Und schon kommt wer. Können wir kurz überlegen? Kannst kaum. Sieh genau hin. Wer wird schon Blut vergießen? Lass deine Finger besser bei dir. So, so ist doch viel besser. Halt ja nochmal kurz. Und der gute Doktor kann dann sein Köpfchen holen. Dabei. Okay. Alles an seinem Platz. So, jetzt müssen wir überlegen, wer ihn da wegnocken. Aber im Endeffekt, der guckt ja nur dahin, ne? Naja, das heißt nur, er guckt ja schon zu uns hin. Er kann natürlich da hinten hinkommen und ihn von da wegnocken. Wer ist denn noch da oben so? Da ist keiner, die da hinten sind. Und da drinnen kommen wahrscheinlich Leute, die den Alarm auslösen. Das heißt, wir könnten aber es schaffen, mit Cooper da hinzulaufen gleich. Wo hier hinten sieht er mich auch nicht, ne? Warte mal. Genau. Viel weiter guckt er ja auch gar nicht. Das heißt, theoretisch könnte ich mich doch an ihn ranschleichen. Hast du es hinter dir? Sag ich nochmal? Verstecken auch nochmal schnell. So, was steht hier? Was ist mit dem Typen? Wachen, die Ponchos tragen, lassen sich nicht leicht täuschen. Sie verlassen ihren Posten nicht und Ablenkungen halten bei ihnen nicht so lange vor. Okay. Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Verdammt lang, der Zug. Da ist der Poncho-Typ. Und da ist der andere Typ. Das heißt, wenn wir ganz clever vorgehen, könnten wir von hier mit dem Messer ausschalten. Und der andere... Speichere mal vor. Und der andere vielleicht... Augen aufs Ziel. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich kann jetzt nicht Showdown machen. Sieh genau hin. Mhm. Und wo soll das hinführen? Und was kann er machen? Hat mir schon oft den Hals gerettet. Naja, das bringt nichts, warte mal. Komm her. Okay. Also wenn ich jetzt ganz... Wollen wir dann? Kann ich ihn auch... Kann der auch leise killen? Der Doktor? Oh, das war's für dich. Mit seinen Spritze. So, der andere Typ. Wie läuft's? Super, muss man kurz sein Messer holen. Meins. Machen wir ihn hier rein. So, da hinten werden wahrscheinlich die Leute rauskommen, wenn der Alarm losgeht. Aber gucken wir, was hier steht. Also, der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Drücke Y, um alle geplanten Aktionen sofort auszuführen. Drücke oben, wenn du geplante Aktionen später ausführen möchtest. Hinweis, im Schwierigkeitsgrad Desperado passiert, okay. Also, wir haben... Wir brauchen den Schlüssel für den Tresor. Normalerweise arbeite ich allein. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ich kann sie schon riechen, diese. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Okay. Na los. Ich weiß, dass er ihn hat. So, wir müssen den anderen Hund auch nochmal runter. Für uns ein paar Banditen. Okay, jetzt planen wir das einmal. Showdown. Wir nehmen... Und sagen, Typen. Okay. Und der andere? An Denver gleiche. Sind wir wohl vorbei. Warte mal, zurück mal zurücksetzen. Plan zurücksetzen. Plan ausführen. Plan zurücksetzen. Nochmal. Also nochmal. Du musst ihn Showdown. Fälzen, hörst du? Einer geht hier rüber und tötet ihn. Nicht stehen bleiben. Und der andere? Und doch mal sehen, was hier los ist. Und tötet sie. Ausführen. Eine Sorge weniger. Ging noch ganz gut. So.
Verstecken. Ja, ich mach die Schmutzarbeit hier. Versteck das mal für ihn. So. Speichern. Niemals das Speichern vergessen. Auch wenn man noch so ein Flur ist. Könnten unsere Hilfe gebrauchen. Warum Zeit vergeuden? Lassen Sie uns weiter. Du kannst mehrere Karten auf einmal auswählen. Drücke RB und das Fähigkeitsrad aufrufen. Benutze RS, um die Karte auszuwählen. Bühne hast du weiter keine Tour, indem du A drückst. Achso, wenn man. Was hat man davon, kann ich das machen? Wenn man mit einem Zug der DeWitt Company fährt? Ihn und ihn. So langsam werde ich warm. Ah, okay. Das ist natürlich sehr praktisch. Okay, also, wie viele Gegner sind da? Einer sitzt da, einer, drei, vier Leute. Oder fünf, da ist auch noch einer. Okay, wir speichern mal. Das müssen wir wahrscheinlich mit Geballer machen, ne? Anders geht das, glaube ich, gar nicht. Und ihr dachtet, ihr könntet euch wehren. Seht euch nur an. Okay, pass auf. Ich glaube, wir machen es anders. Erstmal aufwärmen. Du bleibst sitzen. Ihr gebt uns besser alles, was ihr habt, sonst filzen wir nachher eure Leichen. Wird auch Zeit. Sie haben doch einen Plan, ja? So, pass auf. Mist, ich habe keinen Plan. Kann er da hochgehen? Oder wird er dann gesehen? Bald werdet ihr Big Ann treffen. Seid ihr schon aufgeregt? Okay, pass auf. Du von da, ich von da. Showdown. Geladen und bereit. Nee, warte mal. Meine Spezialität. So, wir knocken ihn aus. Wir werden ja sehen. Und du? Ich musste eh mal raus. Wer hat Lust zu sterben? Nee, die müssen auch die Waffe wählen. Zwei sind besser als eine. Sollen wir? Okay. Ja, dann kann ich dann mit dem Messer hier killen danach. Warte mal, krieg ich das noch hin? Kann man das auch noch machen? Augen aufs Ziel. Ihn da hinten krieg ich nicht, aber ihn hier vorne. Ach Mist, ich kann denn die Waffen nicht benutzen. Einzel aus. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Machen wir Krach. Sieh genau hin. Ja, ich habe jede blöd. Menge davon. Ja, wir müssen es doch mit der Waffe machen. Ganz alter Trick. Nein. So. Die alte und die neue. Ja, ich und dich. Versuchen wir es mal. Schneller als der Tod. Wer auch immer sie sind, vielen Dank. Schon gut. Und jetzt rühren Sie sich nicht vom Fleck. Sehr gut. Eine Wagger-Gegner sehe ich gerade. Aber die anderen haben Alarm geschlagen, wie man sieht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier oben längs. Kletter du mal da hoch. Kletter doch mal da hoch. Los. So, wir speichern nochmal. Und wir nehmen Cooper. Schön cool bleiben. Ja, das macht jetzt keinen Sinn, die Leute nochmal zu fragen. Okay, wir müssen da hinten hin. Wir haben zwar Alarm geschlagen, aber anscheinend interessiert es gerade nicht so sehr. Glaube ich. Da können wir nicht runter, okay. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Kann der mich sehen? Nee, der sieht gar nichts. Der sieht auch nichts. Wir müssen weiter. Okay, der sieht ein bisschen was. Aber nicht so viel, dass er uns da gefährlich werden kann. Wohl vorbei. Den Anführer übernehme ich. Ach, ihr und eure... Ganz ehrlich. So. Da ist der Typ. Das müssen wir kurz überlegen. Wie wir da hinkommen, ohne erwischt zu werden. Hey, Schwachkopf! Willst du, dass die Kisten sich hier unten weiter stapeln? Warte, ich hab' eine Idee. Gut. Und den anderen kurz. So langsam werde ich warm.
versöhnen. So. Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Und den schmeißen wir auch hier rein. So. Müssen wir ihn da oben. Also, da sind auch noch 1, 2, 3. Da sind echt einige Gegner hier. Und wo ist der Haken? Die Sichtkegelmarkierung zeigt an, ob eine Stelle vom Wachen beobachtet wird. Halte gedrückt und benutze deinen Cursor und drücke RS, um sie an der Stelle oder eine Weiche zu platzieren. Markierung platzieren. Okay, so kann man das wahrscheinlich durchgehend sehen, das ist nicht praktisch. Aber das Ding macht, glaube ich, zu viel Lärm. Ich weiß ja nicht, wie oft der Typ da hinten hier hinkommt. Schnappen wir uns den Typen hier hinten auf jeden Fall mal. Was für die Geier. Ja, bitte schön, Leute. Aber ich muss einmal wegfahren. Halten Sie sich raus und gehen Sie mal aus dem Weg. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ja, wo sind wir? Wir helfen gern. Nur mal gucken, was hier drin ist in dieser Kiste. Genau das, was ich brauche. Ah, Munition. Das nehme ich. Vielen Dank. Das holen wir uns später. So, der Lichtkegel dürfen wir uns ja eigentlich nicht sehen. Ein Damoklesschwert. Der große Fels dort drüben bettelt ja förmlich darum, gestoßen zu werden. Oh, warte mal. Aber er da vorne kann es ja sehen auf jeden Fall, ne? Guck mal. Ah, er kann es nicht sehen, wenn wir da im Kegel sind. Ah Mist, da hätte der Dritte auch noch sein müssen. Oh, oh, was mache ich denn jetzt? Wir sind tot. Du kannst nicht mehr so viel machen. Oh, erste Hilfe leisten, das ist wohl vorbei. So, ihn müssen wir aber auch irgendwie bewältigen, da. Ich weiß, dass die DeWitt Company Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Wie soll ich das wissen? Die sagen mir. Oh Mist. Was? Ich hab dich. Ah, verdammt. Bis zu Hurensohn. Ja, wen haben wir denn hier? Ah! Das sehe ich, Arschloch! Ah, okay, das war dumm. Hier drüben! Es ist, ich hab den! Unterhelfer! Was? Wir müssen sie ausschalten! Wen haben wir denn hier? Ah, das war natürlich dumm. Okay, das war dumm, das gebe ich zu. Aber egal. Wir können den Fels nochmal runterballern, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kriegen wir vielleicht alle drei. Der große Fels dort drüben bettelt ja förmlich darum, gestoßen zu werden. So, was machen wir? Wenn wir machen das. Wir müssen warten, dass er da wegguckt und alle drei da auch liegen bleiben vielleicht. Ja, alle drei erwischt. Sehr gut. Gut, also ihn da müssen wir mit unserem Koffer locken, glaube ich. Ich schieße nicht daneben. Wer braucht einen Arzt? Keiner, ich wollte euch das Ding haben hier. Hat danke. Mir schon oft den Hals gerettet. Also, ich schmeiß das Ding einfach mal hier hin. Werfen wir den Köder aus. Was zum Teufel? Ja, yeah, da freut sich doch jemand. Was? Er holt sich das nicht? Warum nicht? Ach, das ist jemand im Poncho, ne? Die Ponchos, die sind ja nicht ganz so leicht zu beeindrucken. Mist. Na komm, geh weg da. Nichts beschädigt. Okay, pass auf, wir müssen mal mit anderen gehen vielleicht. Holen wir uns ein paar Banditen. Wir spielen schon ganz schön lange. Ich glaube, wir machen hier eine kleine Pause und spielen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt nochmal drauf. Wir schnacken dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank und tschüssi.